Der Kampf um den Einzug ins Finale der U17-Meisterschaft geht in die zweite Runde und dabei reisen die Schalker mit einem 3:0-Polster ins Paul-Janes-Stadion nach Düsseldorf. Fortuna-Coach Jens Langenecke gibt sich aber noch nicht geschlagen, will eine Aufholjagd mit seiner Mannschaft starten. Doch es beginnen wieder einmal etwas stärker und druckvoller die Gelsenkirchner. Die erste Möglichkeit nach nur wenigen Minuten und direkt gibt es auch den Treffer zu bejubeln. Rüsker mit dem Abschluss, Czako pariert. Und dann ein Eigentor von Grulke. Wir schauen noch einmal drauf. Sehr viel Pech hier bei Grulke. Und so gibt es die Führung für Königsblau. Und das gab wieder einmal Auftrieb. Die nächste Möglichkeit. Nur wenige Minuten später. Hohes Bein von Fraes. Und dann zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt nach dieser Aktion gegen Dörr. Elfmeter für Schalke 0-4. Das ist eine Aufgabe für Arment Likay. Und Likay gegen Czako. Likay macht's. 2:0. Gnadenlos unterwegs. Die Elf von Onur Çinel bringt sich nach nur wenigen Minuten durch eine gute Anfangsphase direkt auf die Siegerstraße. Und ans Aufhören denken sie gar nicht. Im Gegenteil. Uedraogo, Czako und nochmal Czako. Fortunas Torhüter. Der beste Düsseldorfer mit Abstand auf dem Platz. Überragender, weltüberragender Reflex hier des Keepers. Eine verdiente 2:0 Pausenführung für Onur Çinel und seine Mannschaft. Das Finale, es ist nicht mehr so weit entfernt. Eine unterhaltsame Begegnung, derweil natürlich auch für die anwesenden Zuseherinnen und Zuseher, auch wenn sich das Großteil des Publikums sicherlich einen anderen Spielverlauf hier in Düsseldorf gewünscht hatte. Und die Schalker, sie machen einfach weiter. Nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff die nächste Möglichkeit. Grüger, aber erneut der überragende Czako in der Düsseldorfer Luft unterwegs. Osmani mit einer guten Flanke. Niklas Dörr mit einem ausbaufähigen Abschluss. Das kann er besser, hat er auch schon besser gezeigt im Verlauf dieser Spielzeit. Fortuna Düsseldorf tat sich sehr schwer, offensiv hier zur Geltung zu kommen. Dann mal eine schöne Einzelaktion von Neto. Die Flanke kommt und der Abschluss sitzt perfekt. Karim Afo mit dem Treffer zum 1:2, die 48. Minute. Geht hier noch etwas für die Gastgeber? Schalke will dies verhindern und tankt sich direkt wieder nach vorne. Der eingewechselte Kasongo, Kasongo, Czako und wieder um ein Haar das Eigentor durch Grulke. Der Pfosten rettet und so bleibt es hier erst einmal beim 2:1. Doch damit geben sich die Königsblauen nicht zufrieden. Das Netz zappelt schon wieder. Kasongo trifft zum dritten Schalker Tor. Wie schon im Hinspiel beweisen die Schalker enorme Qualitäten bei Eckbällen. Der eingewechselte Kasongo nach Vorlage von Uedraogo mit dem Treffer. Düsseldorf bewies hier aber weiter Moral. Alexander Holl noch einmal mit einem Versuch. Luka Podlech pariert hier gut. In den Schlussminuten noch einmal der eingewechselte Buschkowski. Buschkowski gegen Czako scheitert an Düsseldorfs Keeper. Wenig später gab es dann den erlösenden Abpfiff für S04. 3:1 gewinnen sie verdient. Am Ende auch im Rheinland gegen Fortuna Düsseldorf und stehen damit zum ersten Mal seit 20 Jahren im Finale der B-Juniorenmeisterschaft. Das Endspiel gibt es dann am 8.5. im heimischen Parkstadion.